Ja, ist am Anfang Pferde beim Zaum halten, locker loslaufen, ruhig loslaufen. So lang genug, hart genug. Die Wellen verleiten dazu, ein bisschen zu sehr zu drücken. Spart euch die Körner. Wenn der Kopf noch frei ist, auch mal nach rechts rausschauen und genießen. Wenn ihr hier unterwegs sein solltet, dann ist hier meistens noch ein bisschen weniger Sonnenuntergangsstimmung, sondern dann kommt die Sonne schön dick von oben aufs Hirn. Wahrscheinlich einer der schönsten Flecke hier am Alihi Drive, wenn man nicht gerade im Wettkampf steckt, ist der White Sands Beach. Mit einer wunderschönen Brandung, wo man, wenn man sich nach dem Ironman erholen möchte und nicht vorher die Knochen brechen möchte, noch ein bisschen Bodysurfen kann, die Wellen genießen kann und einfach hang loose sehr nahe sein kann. Während des Ironman Hawaii läuft mir jetzt zweimal vorbei. Wir laufen jetzt noch das letzte Stück bis zum Wendepunkt und dann geht es wieder zurück in die Stadt hinein. Wir kommen dem Wendepunkt immer näher. Es wird hier hinten raus nochmal schön flach. Kühlen, kühlen, kühlen. Und die Verpflegung unterbringen. So, am ersten Wendepunkt stehen wir. Whitechapel an der sogenannten Turtle Beach. Und ab hier geht es dann wieder zurück nach Kailua Kona in den Ort hinein. Und wenn wir wieder an der Palani Road stehen, sind die ersten 16 Kilometer auch geschafft. Nicht zu schnell loslaufen. Das rächt sich bitter. Ja, das Natural Energy Lab tut ganz schön weh. Für die meisten Triathleten steht das Natural Energy Lab für den Knackpunkt auf der Marathonstrecke beim Ironman Hawaii. Hier läuft man rein bei Kilometer 27, dann geht es hier die Steigung runter, die Luft steht da unten, es wird einfach nochmal gefühlte 5 Grad wärmer. Wir sind wieder zurück auf der Palani Road. Das ist das Stück, das es bei Kilometer 15, 16 hochgeht. Da sollte man sich Zeit lassen, im Zweifel auch einfach nur hochgehen. Bergab gab es hier 2010 die wunderbare Entscheidung zwischen Chris McCormick und Andreas Rehlert, die sich draußen auf dem Highway lange belauert hatten. Chris McCormick, der Australier, hat hier bergab einfach alles riskiert und sich seinen Weltmeistertitel geholt. Von hier unten, wenn wir unten ankommen, geht es noch einmal links um die Hot Corner, dann sind es die letzten 1,5 Kilometer bis an die Finishline am Alihi Drive und da sehen wir uns wieder. Und hier am Alihi Drive gibt es dann nach 226 Kilometern die erlösenden Worte: You are an Ironman.